Hallo Leute und willkommen zurück zu Sorian. Mit Gabriel, das bin ich, und der Lumi. Hallo und dem Hunger. Warum haben wir dermaßen viel Hunger? Ja, gute Frage. Also wir haben geschlafen, ja, Aber aber doch nicht wir so waren fast lange. voll Ja, und ja. das überrascht mich ein wenig. Okay, das heißt, das wird wieder eine stressige Folge, in der ich panisch nach Essen und Wasser suche. Yippie. Yay, aber ein neuer Devlog ist raus. Ja. Während Lumi panisch sucht. Genau, in meiner Panik. Du solltest aber erstmal wieder Richtung Landinneres gehen, weil du brauchst nämlich auch was zu trinken. Du bist nämlich Ja, wo auf. laufe ich denn gerade hin? Zum Rand der Karte, wo kein Fluss mehr ist, oder? Nein, hier ist doch. Kommt hier nicht ein Fluss gleich? Ach doch, 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 okay, ja, doch, doch, okay. Keine Sorge. Ich glaube, mein Navigerät ist kaputt. Möglich. Nein, während ich panisch rumlaufe, erzählen wir euch auch noch coole News aus dem Devlog. Und zwar gibt's einiges zu berichten. Ja, ich fange mal mit dem ersten Punkt an. Und zwar, sie haben den Anatosaurus, ja, für ihre Verhältnisse oder für ihren Geschmack soweit fertig, dass er in den nächsten Patch kommen kann. Ja, yep, das ist doch schon mal cool. Wir wissen auf jeden Fall, im nächsten Patch wird der Anatosaurus drin sein. Ja. Denn sie haben ihn jetzt animiert und sogar schon zwei unterschiedliche Skins. Das heißt, Männchen und Weibchen kann man dann auch unterscheiden Genau. schon. Da freue ich mich ein bisschen drauf. Ja, auf jeden Fall. Mehr Leben, hoffe ich. Ja, Wenn nicht nur. wieder irgendein Spawn wegfällt, so wie in letzter Zeit, dass dann halt einfach kein Trike mehr da ist und so. Ja, irgendwie ist ja irgendwas immer. Kann jeder trinken? Ja, ist doch schon dunkel. Krass. Wenn er trinken würde. Okay. Huiuiuiuiuiui. Und dann geht's auf nach Essenssuche. Ja, das brauchen wir dringend. Sehr dringend. Yep. Also irgendwie ist das aber auch ein bisschen buggy. Oh, Vogel. Haben wir gegessen? Könnt ihr mir nicht erzählen, dass wir das nicht gegessen haben? Nein, haben wir Haben wir nicht. nicht. Okay, ich habe es nicht gesehen, dass er noch da ist, ehrlich gesagt. Ne, Kroko bringt nichts. Nee. Wenn man nicht raufspringen kann und beißen kann, ist das halt ein bisschen Und er uns mit einem unkomfortabel. Biss tötet. Genau, richtig. Also wie gesagt, der Anatosaurus kommt rein. Männchen haben ein bisschen farbenfrohe Skin bekommen als die Mädels. Mit der KI sind sie noch nicht ganz so fertig, aber sie sagen, wow, das wird schon passen, können wir erstmal reinklatschen. Ja, so rudimentär ist die KI Naja. jetzt auch wieder nicht. Nein, aber sie haben selber reingeschrieben, dass die KI noch nicht fertig ist. Nee. Sie ist halt bereit fürs Spiel, aber sie ist jetzt noch nicht komplett fertig poliert. Gut, das kann man später immer noch machen, Ja. solange die KI wenigstens grundlegend funktioniert. Ja, man wird ihn in Herden sehen können. Deshalb freue ich mich so, dass es auch zwei unterschiedliche Skins gibt. Ja. Wobei ich das ja bei den Paris eigentlich auch gerne mal hätte. Ja, das wäre gar nicht mal so schlecht, muss ich gestehen. Denn die sieht man einfach am häufigsten. Also, eine Triceratops-Härte sieht zwar immer cool aus, aber wann sieht man die denn mal? In letzter Zeit selten. Ich wollte gar nicht trinken, ich wollte mich ausruhen. Da sehe ich doch was laufen. Ja, zwar Ist einer ein. von uns, aber es ist vollkommen egal. Okay, ein Biss. Ich habe offensichtlich voll die Kehle erwischt. Ja, vollkommen egal. Futtern. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das sieht echt nicht gut aus. Wenn der Lebens-, also nein, der Essensbalken matschbraun wird, dann wird es Zeit, was zu essen. Aber unsere eigene Art ist anscheinend nicht gerade nahrhaft. Es dauert. Gib meinem Magen Zeit, sich zu füllen. Ja, die Anzeige ist einfach komplett verbuggt. Ja. Das Also. habt ihr uns ja auch in den Kommentaren geschrieben, dass ihr da auch manchmal Probleme habt. Ja. Und Birk, nur mal ganz kurz für dich. Ja, wir werden den Bug einmal ausprobieren, aber nicht in dieser Folge. Ja, also das machen wir dann in der nächsten Folge, weil heute ist Devlog-Tag. Und ich muss erstmal schauen, dass ich überlebe. Denn offensichtlich füllt sich unser Balken gerade nicht mehr. Na Doch, doch. doch, gerade. Man muss sich beschweren, dann Nur läuft's. im Pixelbereich und alle 10 Tage. Aber er steigt. Okay, ich will trotzdem mehr essen. Das reicht Ja. mir noch nicht so richtig. Nicht wirklich. Kann ich nachvollziehen. Also, wir waren beim Anatosaurus. Ja. Wie gesagt, da hatten wir das jetzt eigentlich schon alles soweit dazu abgehakt. Sie haben dafür eine eigene neue Animation gemacht, also was das Laufmuster angeht. Ja. Da haben sie dran gesessen und sind jetzt damit halt zufrieden. Deswegen Ja, kann es reinkommen. damit alles möglichst wieder wissenschaftlich korrekt ist
und jeder Fußknochen so weit möglich auf dem Boden aufkommt, wie man wahrscheinlich denkt, dass es sein könnte. Hierbei sei nochmal ganz kurz von mir angemerkt, es ist immer noch ein Spiel und ja, wissenschaftliche Ergebnisse ändern sich, das ist die Natur der Dinge, weil wir einfach auch dazulernen und dementsprechend kann es sein, dass es einen Stand hat, der eventuell schon in 2-3 Wochen, 2-3 Monaten anders ist, aber ich persönlich muss sagen, als Gamer, man muss nicht so kleinlich sein. Es ist ein Spiel, es ist keine wissenschaftliche Abhandlung. Wobei man natürlich dazu sagen muss, dass die Entwickler gerne... Ja, natürlich. Deswegen ist ja, wird ja auch der Rex wieder umgebaut und alles drum und dran. Da muss ich aber auch an die Entwickler sagen, es ist ein Spiel. Und man sollte sich nicht zu sehr ins Detail verlieren. Also was Detail ist cool, aber wenn man dann den Dino 5-mal umdesignt, nur um das wissenschaftlich akkurat zu haben, dann würde ich eher nach einem Standardwerk gehen, was schon da ist und sagen, okay, das ist jetzt so und vielleicht in irgendeinem späteren Patch mal ändern. Ja, das stimmt. Kann man wunderbar machen. Aber hey, das ist nur eine Randnotiz von Gabriel, der immer was zu meckern hat. Ich finde keine Eidechsen. Muss ich weiter rein hier so hin? Oder? Ich glaube, hier in der Gegend sind auch keine Eidechsen. Ja, aber was anderes kann ich doch nicht jagen. Was soll ich denn machen? Sterben. Bin ich dagegen. Ich auch, aber ja. Dann der nächste Punkt. War zum Beispiel eine neue Animation für unseren lieben Dakota Raptor, unter anderem. Nämlich das Schleichen. Damit lässt es sich besser jagen. Genau. Und es sieht eigentlich auch ganz okay aus. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern... Ja, aber ich glaube, es ist auch noch nicht komplett fertig, die Animation. Behaupte ich jetzt mal. Aber es sieht vor allem witzig aus, da dann der Kopf auch so nach vorne gestreckt wird und dadurch sieht es einfach lustig aus. Genau. Hierbei ist halt, wie gesagt, wieder der Punkt, dass die Entwickler sagen, hey, wir sind wissenschaftlich akkurat, soweit es geht. Anatomisch gesehen kann sich der Dino einfach nicht hinhocken. Dementsprechend läuft er einfach nur langsamer mit gestrecktem Hals. Ja, er macht sich einfach ein bisschen klein in seinem Gang. Und kann so der Beute nachstellen, die er in Zukunft eventuell auch anhand von Fußspuren finden kann. Genau. Denn daran wird aktuell auch gearbeitet. Dass Fußspuren hinterlassen werden. Ja. Das ist eine super Sache. Ich hoffe nur, dass sie das mit dem Geruch dann auch noch parallel vielleicht noch mit bearbeiten. Davon hatten sie jetzt nichts gesagt. Aber der funktioniert auch noch nicht so, dass ich damit zufrieden wäre. Ja, es ist noch zumindest für den Spieler nicht nachvollziehbar, warum manches riecht und anderes dann wieder nicht mehr riecht. Mhm. Du bist im einzigen unbewohnten Gebiet der Map gelandet, oder? Quatsch. Außerdem stillt sich mein Hunger immer noch an meinem Artgenossen. Ich weiß halt auch nicht, aber rüber will ich nicht, weil das ist dann zu sehr am Rand von der Map. Ah, du musst trotzdem langsam wieder Richtung Wasser, weil du Durst kriegst. Ja, noch ist das alles. Ja. Ich sag's ja nur. Alles im blauen Bereich. Und dann noch ein für mich persönlich sehr cooles Update, das Nesting, also das Nestbausystem. Da haben sie jetzt ein paar Bilder veröffentlicht, also so ein kleines, kurzes Video. Und ich persönlich fand, das sah schon ganz nett aus. Ja. Die Animation ist noch für meine Verhältnisse, also für meinen Geschmack, könnte besser sein, aber hey, Alpha. Ne? Also, sie können da noch was draus machen. Ich bin gerade irritiert, dass hier ein Berg ist. Ja, wieso? Sind wir schon am Ende der Map? Ja. Das ging aber jetzt schneller als gedacht. Das war nicht meine Absicht. Okay. Ist ja nicht so, dass ich gerade mit dir geredet hätte. Okay. Ich gehe doch lieber hier hin. Ja, das ist ein Krokodil. Da gehst du nicht hin. Es ist ein Varan. Das ist ein Varan? Ein Krokodil. Okay, stimmt, du hast recht. Vollkommen recht. Mein Fehler. Ja. Und da ich professioneller Varanjäger bin, denn die kriege ich wenigstens klein, wurden wir auch nicht vergiftet. Ja. Aber ja, sie arbeiten auch beim Nestbau weiter. Gutes Wasser. Und bestimmt ist gleich mein Hunger auch besser. Bestimmt. Hoffe ich doch.
Natürlich. Und das sieht eigentlich auch schon ganz okay aus. Also ich freue mich auf jeden Fall. Ja, ich wollte das nur bestätigen. Ja, ich sag doch nur. ich freue mich auf jeden Fall darauf, wenn wir hier Neste bauen können, Nester. Vor allem, wenn wir dann auch eben einen Partner finden können. Das stelle ich mir übrigens als eine sehr anspruchsvolle Quest vor. Ja. Denn, ja, wie oft sehen wir denn einen anderen Raptor? Okay, hier hat man gerade wunderschön gesehen, wie ein Pachi ein Krokodil vertrieben hat. Du meinst ein Orni? Da war doch ein Pachi noch gerade noch dabei. Da war ein Pachi? Ist das nicht ein Pachi hier vorne? Doch, das ist ein Pachi. Oh, da tatsächlich. Den habe ich nicht gesehen. Da liegt ein Orni im Wasser tot. Ja. Der hat, glaube ich, der wurde, glaube ich, vom Krokodil umgebracht. Ja, das kann sein. Bin mir nicht ganz sicher. Ach nö, Kroko. Ja, warum? Ich habe gehofft, dass das Krokodil nicht dem Orni hinterher schwimmt. Ja, aber warum hast du nicht schon vorher gefressen? Das war jetzt wirklich unnötig. Weiß ich nicht, weil es hier echt voll ist. Ja, aber du hättest da locker schon 2-3 Bissen haben können. So was kriegst du jetzt gar nichts. Also das müssen wir noch. Orni. Das müssen wir noch ein bisschen lernen. Sorry, ich bin nun mal kein professioneller Aasfresser. Der Pachi verteidigt seine Beute. Mhm. Oh. Ja, und du hättest das alles mit einem vollen Magen haben können, aber nein. Mi. Du kannst ihn ja mal Richtung Krokodil jagen. Oder locken. Vielleicht kriegt die beiden sicher in die. Ja, perfekt. Das können wir gut. Kämpfe initiieren. Das können wir richtig gut. Totes Krokodil. Hoffe, ich setze mein Geld auf. Hoffe ich. Aha, sehr schön. So, ja, da, Orni? Warum? Da ist doch immer noch das Krokodil. Nein! Damit. Nein, ist es nicht? Das ist doch. Das ist wohl sowas von einem Krokodil. Ja, aber du kannst doch in der Endzeit. Du kannst doch von der Seite rangehen. Wenn ich hier im Wasser bin. Schwimme ich, da ist bereits die Schwimmanimation. Okay. Und dann haben wir ein Problem, was das angeht mit dem Weglaufen. Das war mein Plan. Okay. Das war der Plan. Mit einem Blick auf den Pachi allerdings. Hallo, futterst du bitte trotzdem? Okay, lauf. Oh, da quiekte er. Ja, er hat leider eine Schwanzfeder getroffen. Jetzt lass mir doch was von deiner Beute. Du frisst sie doch eh nicht. Du bist ein Pflanzenfresser, du blödes Mistvieh. Das ist halt sein Revier. Und offensichtlich hat er seinen Partner bereits verloren. Und dann ist er extra pissig. Weil wir nehmen trotzdem noch mal einen kurzen Happen. Ja. Denn es wird schon wieder dunkel. Das ging aber schnell. Blutrot färbte sich das Wasser. Nicht mit meinem Blut, hoffentlich. Ich renn mal noch ein bisschen weiter. Auch wenn hier das Ende der Map ist. Ich will nicht in der Nähe vom Pachi stehen. Das kann ich gar nicht verstehen. Nee? Nein, gar nicht. So. Ich fühle mich, glaube ich, ein bisschen sicherer, aber ich gehe noch ein bisschen weiter weg vom Wasser, damit ich höre, wenn der Pachi kommt. Hoffe ich. Aber dann sind wir auch schon leider wieder am Ende für diese Folge. Wir haben euch an sich alle wichtigen, spannenden Punkte aus dem Devlog genannt. Es wird auch noch weiter an der Musik gearbeitet, zum Beispiel. Mhm. Das ist klar. Da ist der Komponist auch sehr fleißig. Klingt eigentlich auch ganz okay schon. Ich bin gespannt. Vor allem am Abmischen arbeitet er. Ja. Und das finde ich sehr wichtig, nachdem ich hier jetzt wieder die Lautstärke des Wassers höre. Mhm. Den Bug, den sie gefixt haben. Das ist aber halt auch eine schwierige Sache, dass da jede Tonspur die passende Lautstärke hat. Ist ja nicht nur eine Komposition, die da reinspricht, sondern da ist ja wirklich, der Himmel hat seinen Sound, das Wasser hat seinen Sound, Gras hat seinen Sound, etc. Das ist schon nicht ganz so einfach. Ja, und eine spannende Zahl fand ich zum Beispiel auch, dass es 84 verschiedene Töne gibt, wenn man auf Grund aufkommt und läuft, einfach auf dem Boden, gibt es 84 verschiedene Töne. Na, das ist recht viel. Finde ich ziemlich cool. Ja. Das mal so als Fakt des Tages am Ende. Genau. Also es lohnt sich immer, ein Video bis zum Schluss zu hören. Ja. Und zu sehen. Wir freuen uns, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst. Genau. Und im nächsten Video werde ich dann einfach wieder zurück zum anderen Ende der Map laufen. Geht ja offensichtlich sehr schnell. Mhm. Und dann ein bisschen an einem Bug rumprobieren. Seid gespannt. Genau. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.